Guten Morgen, meine Lieben. Ich wollte euch heute wieder mit durch meinen Alltag nehmen. Der Alltag, der zurzeit aus Arbeitslosigkeit besteht, da wir ja das Nagelstudio immer noch nicht öffnen können. Aber nächste Woche unseren Einzelhandel und wir haben gestern sehr viel Zeit im Laden verbracht und haben dort alles vorbereitet für die Wiedereröffnung. Wir haben so ein Plexiglas-Spritzschutz gebaut oder wie soll ich das nennen? Es ist halt ja nichts extrem Hochwertiges, aber es schützt uns halt und es schützt die Kunden. Und ja, wir freuen uns, dass wir Montag endlich wieder aufmachen können. Wenigstens den Einzelhandel. Fürs Nagelstudio habe ich auch schon den Spritzschutz gemacht, aber da weiß ich ja natürlich noch nicht, wann ich aufmachen kann. Bis jetzt voraussichtlich Anfang Mai, aber das steht noch nicht fest, hat das Ordnungsamt gesagt. Es wird jetzt alle 2 Wochen neu verhandelt und ja, wir müssen uns überraschen lassen. Ich schneide hier, nicht schneide, ich lade hier schon das Video hoch, was ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt. Bernd und Calvino, die sind unterwegs. Die müssen ein paar Sachen erledigen. Dann sind die schon ganz früh losgegangen. Wir waren schon mit dem Smurfy spazieren. Und ich werde jetzt hier den Haushalt machen. Also wir haben ja das Wasserbett abgepumpt und ich muss das Schlafzimmer aufräumen. Das habe ich noch nicht gemacht, da wir sehr viel Zeit draußen verbracht haben, weil so viel schönes Wetter war die ganze Zeit. Da war mir die Zeit zu schade, hier drin zu verbringen. Und heute ist es etwas bewölkt und da werde ich heute hier drin arbeiten und das alles ja, auf Vordermann bringen. Nichtsdestotrotz wollten wir heute eventuell wieder die Pizza auf dem Steinofen machen. Also auf diesem, den ich euch gezeigt habe, diesen Pizzastein. Der ist so toll. Die Pizza schmeckt so gut. Und das wollten wir heute vielleicht nochmal machen. Mal schauen. Es ist noch früh. An Mittagessen denkt jetzt noch keiner. Wenn nachher die Männer nach Hause kommen, dann werden wir erstmal groß frühstücken. Der Bernd wird vorher anrufen. Und dann werde ich Brötchen machen. Also selber aufbacken. Und dann wird erstmal groß gefrühstückt. Wir waren gestern im Barfshop und haben wieder für Smurfy alles gekauft, was er so braucht zum Fressen. Wir hatten ja eigentlich immer gebarft, das wissen viele von euch. Und jetzt am Anfang der Krise haben wir halt auf Trockenfutter umgestellt. Diese Umstellung wurde nie ganz vollzogen. Also wir haben immer noch den Rest Barf mit dem Trockenfutter gemischt. Und jetzt haben wir gestern, ne, vorgestern Abend fiel mir das auf, der hat hier so eine Stelle unterm Fell, wie ich dachte erst, da ist Dreck drin oder so, ne? Und dann habe ich halt so gerubbelt, das ging nicht weg. Und dann gestern habe ich versucht, das auszuwaschen. Und dann ist mir halt aufgefallen, das ist so wie Schorf oder Kruste so. Ja, und dann sofort sind wir zum Barfshop gefahren, haben für ihn eingekauft, alles für 2 Wochen erstmal. Ich wollte jetzt eben Frühstück vorbereiten. Bernd und Calvino kommen gleich nach Hause und dann können wir zusammen frühstücken. Hier backe ich schon Brötchen auf. Ein bisschen was zu knabbern habe ich geschnibbelt. Die Zwiebel schneide ich jetzt noch auf. Und dann wollte ich mit euch darüber reden, wie es mir so geht. Dadurch, also wir sind ja jetzt halt, oder ich bin jetzt die 5. Woche schon zu Hause. Und man sollte meinen, dass mir so langsam langweilig wird. Im Gegenteil, ich genieße das total, dass man Zeit hat, alles in Ruhe zu machen. Und also normalerweise arbeiten wir 6 Tage in der Woche. Ich arbeite zwar nur bis mittags, aber trotzdem auch 6 Tage die Woche und an manchen Tagen auch länger als bis mittags. Und ja, man ist halt manchmal einfach wirklich müde. Und ich habe schon echt gedacht, boah, Michaela, du bist faul geworden, weil manchmal habe ich halt echt absolut keine Lust hier zu wischen oder so zu Hause. Aber jetzt nach diesen 4,5 Wochen zu Hause weiß ich bin nicht faul, ich bin einfach nur geschafft. Wenn man so immer irgendwelche Termine hat, immer was zu erledigen hat. Ich habe so viel geschafft hier in den letzten Wochen. Der Garten ist zwar noch nicht fertig, also der ist jetzt kein Schrebergarten oder so, aber für unsere Verhältnisse ist der total ordentlich und gut
sieht gut aus, also hat wenig Unkraut für unsere Verhältnisse. Die Wohnung sieht gut aus für unsere Verhältnisse. Und ja, einfach die Zeit mit der Familie zu genießen, das, mir macht das so unheimlich viel Spaß. Und wenn, was das angeht, könnte es von mir aus immer so weitergehen. Also einfach diese Zeit zu haben mit meinen Lieben, das tut so gut. Und ich hoffe, dass das noch lange bleibt und dass diese innere Entspanntheit, oder wie ich das nennen soll, lange anhält und dass das bleibt und dass wir lange davon zehren können. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass für mich die Zeit der Corona-Krise ja eine Bereicherung war. Dadurch, dass ich so viel Zeit hier verbringen durfte und mich so richtig einmal richtig runterfahren konnte. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, dass ich das sehr genießen möchte, die Zeit, und nicht an das Schlechte denken möchte, sondern an das Gute. Und das habe ich auch weitestgehend getan. Und jetzt habe ich ja noch 2 Wochen auf jeden Fall bis Anfang Mai und dann wird ja neu verhandelt. Natürlich freue ich mich auch wieder arbeiten zu gehen und alle wiederzusehen. Das soll das jetzt nicht heißen, aber es war halt ja echt eine schöne Zeit, muss ich echt sagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Zeit seht, ob es für euch nur negativ ist oder ob ihr auch Positives abgewinnen konntet und was für euch überwiegt. Also für mich überwiegt wirklich das Positive, diese Zeit. Das war wirklich für mich, für uns eine schöne Zeit. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Oh Mann, ich habe jetzt hier gerade die ganzen Sachen fürs Frühstück rausgeholt. Und dann ist mir was aufgefallen. Ich habe hier dann einmal so grob drüber gewischt. Habe ich gedacht, wenn das jetzt hier gerade so ein bisschen leer ist, dann wische ich da mal drüber. Und ich habe mich immer geärgert, was das hier ist. Die waren so Fusseldinger dran. Und jetzt ist mir aufgefallen, die kann man abziehen. Oh, ich bin so doof. Den haben wir ja, weiß ich nicht, wann haben wir den geholt? Vor einem halben, dreiviertel Jahr den Kühlschrank. Und das ist einfach noch die Folie, die da drauf ist. Oh Mann, ja, gut, dann mache ich das jetzt und dann wische ich hier schön den Kühlschrank wieder aus. Es ist doch schönes Wetter und wir sind jetzt doch draußen. Eigentlich wollte ich ja das Schlafzimmer aufräumen und so, aber ja, die Sonne scheint und nachher soll es bewölkt sein und deswegen arbeiten wir jetzt doch erst ein bisschen im Garten. Ich zeige euch gleich, was wir machen und gemacht haben. Gestern waren wir auch ganz fleißig. Gestern habe ich ja nicht gefilmt. Und ich ziehe mir jetzt gerade was anderes an, weil es ist doch echt warm, wenn man so in der Sonne arbeitet. Ja, Calvino ist im Homeoffice. Soziale Kontakte aus dem Homeoffice? Ja. Ja, okay, dann gehst du jetzt pflanzen. Gestern haben wir hier den Weg alles Unkraut beseitigt. Jetzt Smurfy ist mit rein ins Beet. Und ich habe jetzt gerade hier schon mal frei gemacht. Das muss ich dann noch fegen. Und hier geht es dann noch weiter. Hier sind noch mehr Platten. Bin jetzt aber erst hier hingegangen. Und mache hier jetzt frei. Und weil hier die Sonne ist und es ist so schön in der Sonne zu arbeiten. Ja, dann legen wir mal los. Used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road. Achso, ich wollte euch zeigen, hier habe ich jetzt hier den Weg befreit von Unkraut. Tada! Gucken, wie weit Milord ist. Hallo Milord! Oh, das werden schmackhafte Kohlrabis. Lasst mich rein. Ihr könnt noch nicht ohne mich sein. Du musst uns helfen, ne? Geh mal weg. Nein, du darfst hier nicht rein. Nein, du machst alles nur.
Du machst alles nur Unfug. Komm, wir spielen Verstecken. Fertig. Ja, super. Fühl mal. Ja, ui, ui. Geschnitzt. Hast in Ungarn ganz viel gemacht, ne? Ich habe Minze bei uns geerntet im Garten. Drei so Stängel. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist so lecker. Mit kochendem Wasser übergießen und dann ziehen lassen. Halt entweder heiß als Minztee oder kalt dann, wenn es abgekühlt ist, als Minzwasser. Das schmeckt so, so lecker. Man könnte das auch süßen, wenn man möchte. Oder halt einfach so. Das riecht schon richtig lecker. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Minztee. Das ist viel, viel besser. So, ich knete gerade schon mal den Pizzateig. Dann kann der ein bisschen gehen. Und Bernd und Calvino machen gerade das Feuer im Garten. Mit diesem, ich glaube, Birken- oder Buchenholz, was Bernd da geholt hat extra. Dann brauchen wir keine Holzkohle mehr, sondern machen die selber quasi und ja, erhitzen den Pizzastein. Das habt ihr ja im letzten Video schon alles gesehen, wie wir das machen mit dem Pizzastein. Und heute wollte ich Flammkuchenpizza für mich machen und bin ganz gespannt, wie die schmeckt. Na, schaut mal, jetzt ist das ein bisschen grünlich geworden. Das ist jetzt so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten zieht das da drin. Ich habe es jetzt nochmal umgerührt. Und das gibt es jetzt mit Eiswürfeln zu trinken. Ja, der hat gefragt, ob er boxen kann. Und ich habe gesagt, ja, es Pizza gibt. Ja, dann kann er ein bisschen boxen in seinem Zimmer. Er ist doch kein Boxer. Er ist kein Boxer? Ja, das weiß ich auch nicht. Ein bisschen Sport. Wohin damit? Einfach wegschütten. Bonbons oder? Ja. Ja, ja. Bitte? Ja. Ganz brav ist er, ne? Ach nein, glaube ich nicht. 30% ist Regenwahrscheinlichkeit. Oh, die Temperatur ist gerade gefallen, ist das schön. Er sagt, er legt sich jetzt hier hin. Ja, mir ist was Interessantes passiert. Dir ist was Interessantes passiert? Mir ist was Interessantes Ach so. Passiert. Ja. Oh. Ich habe den Vertrag gerade nochmal durchgelesen. Ja. Wir haben halt nicht schneller als jetzt das Internet in einem Laden. Weil mehr Leitung geht nicht. 10.000 ungefähr, ja, wenn er durchkommt. Aber wir sind halt von 1 und 1 dann weg, was ja gut ist, ne? Was wir ja so wollten. Ich habe mal draufgeklickt, 1 und 1. Du hast draufgeklickt. Ja, auf diese Werbung da. 0 Euro plus Handy plus alles und am Ende. Oh, sorry. Ja. Und am Ende bist du bei über 80 Euro im Monat. Voll die Verarsche, ne? Wenn du einen Handyvertrag machst, ja, bei 1 und 1. So ein Huawei, dann hast du vier Handy halt dabei und die Watch und alles und ja, deine E-Bitte. Ich habe überlegt, ob ich mir jetzt 690 Euro Handy und eine Smartwatch kaufen soll. Also das iPhone 10. Das 11. 11. Für, kriegst du ja auch schon für 700, 680 Euro. Dann ist es aber nicht dieses... Nee. Pro Max Fax Tor. Deswegen wollte ich mir das am Dienstag mal gerne angucken. Bei Mediamarkt. Entweder kommt ihr mit oder ich fahre alleine. Na, komm ich mit. Und dann ist diese Uhr dabei, diese Smartwatch von Apple, die du haben das wolltest schon seit. Ich bin nicht dabei, aber ich würde mir dann das günstigere Handy und die Apple. Ach so. Überlege ich halt nur. Okay, anstatt oder halt du. Das, oder halt das teure. Oder das teure Handy, Gesundheit und die Smartwatch. Das wäre wirklich zu viel des Guten. Weil ich will mir dieses Jahr auch im PC zusammensparen. Ja. Gucken wir uns an am Dienstag. Ne? Wir wurden total vom Regen überrascht beim Pizzabacken im Garten. Deswegen gibt es keine Bilder von unseren schönen Pizzen und von unserem schönen Flammkuchen. Der hat echt super geschmeckt. Ich habe ja wieder diesen Speck hier von Vivera genommen. Den, warte, ich habe das Schild hier noch. Das, wie Speck. Das ist so lecker.
Und ja, das werden wir öfter machen. Smurfy, hör mal auf jetzt. So, der versucht da oben an die Reste Pizza zu kommen. Dann geht er da wieder hoch. Ja, jetzt wird aufgeräumt hier. Das ist immer ätzend danach. Machen und so alles aufräumen. Aber das gehört dazu. Das muss ich festhalten für die Menschheit, dass mein Mann die Wäsche faltet. Du machst das toll. Danke. Ja, Küchentücher nehme ich. Ja, das Holz müssten wir mal in den Garten bringen. So, nachdem es ja draußen regnet, habe ich Bernd und Calvino die Haare geschnitten. Und ja, ich habe ja diese neue Effilierschere und die ist echt super. Damit konnte ich Calvino super die Haare ausdünnen, denn der hat extrem dicke Haare. Und das hat gut geklappt. Und jetzt hat der Calvino noch Farbe drin, weil er mag die ja gerne immer so bläulich-türkis gefärbt. Und das muss jetzt eine Stunde einwirken. Miss Murphy, du brauchst kein Fell geschnitten haben. Nein. Brauchst du nicht. Hier ist das Set, was ich mal bestellt hatte bei Amazon. Ich hatte halt keine Effilierschere. Ich hatte nur so eine normale Friseurschere. Also das heißt eine normale, das war eine richtige Friseurschere. Die habe ich immer noch, aber ich benutze jetzt immer die, weil meine Friseurschere ist halt schon, ja, als ich halt in der Lehre war, habe ich die bekommen. Es ist schon 20 Jahre ungefähr her. Die war richtig teuer damals. Aber die ist jetzt halt schon stumpf und die war eh dabei und die tut's auch für unseren Hausgebrauch hier. Friseure sind jetzt zu im Moment und manchmal schneide ich den beiden die Haare und manchmal gehen sie zum Friseur. Wie wir das so schaffen. Und die hier habe ich mal beim Aldi mitgenommen für, ich glaube, 19 Euro. Und mittlerweile lädt der Akku schon gar nicht mehr. Ich muss immer das Kabel hinten drin lassen. Aber egal, also es ist halt nur, ne, alle 3-4 Wochen, wenn überhaupt. Wenn sie nicht zum Friseur gehen, dann schneide ich denen die Haare. Und dann ist halt das Kabel drin. Für uns reicht das. Und das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und hier sind die Farben, die Calvino dann immer nimmt. Diese Directions. Das ist einmal Spring Green, also Frühlingsgrün und Mitternachtsblau. Da hat er Spaß dran. Herzlich willkommen in unserer Küche. Ich schäle gerade die Reste Kartoffeln von gestern und Bernd bereitet die. Das sind so Fertigkartoffeln, da hatten wir mal ein Glas von geholt. Zum Testen. Und ja, ein kleiner Abendsnack. Bratkartoffeln mit Bohnen, die grünen Prinzessbohnen, ne? Wachsbohnen. Und Wachsbohnen. Ach, die grünen sind Prinzessbohnen. Genau. Und Bohnensalat, diesen mit der Sahnesoße, mit hellen Bohnen, Wachsbrechbohnen, Kotzbohnen. Ja. Ach, guck mal, Smurfy, ist eine dabei. Da fällt mir ein, sollen wir dann zu den grünen Prinzessbohnen und Bratkartoffeln den Speck noch reinmachen? Ja, klar, deswegen hätte ich das sowieso. Oh, so das, klug. Ja, weil du den offen gemacht hast, einfach ja, so. Einfach so. Ohne meine Genehmigung. Wie so, ich habe gesagt, ich mache. Ja, aber nicht abgesegnet. Von der Regierung. Smurfy. Können wir einen neuen bestellen, wieder den Speck, den leckeren. Einem waren Stippen drin, hat der Hand gesagt. Auch bevor es schlecht geht dadurch. Ja, eine Kartoffel. Mhm. Soll ich eine oder zwei Dosen jetzt machen? Dann mach doch eine, weil wir ja vergessen haben, was wir morgen zu essen machen. Ich könnte allerdings in dem Video nachgucken von Montag. Ich habe es auch fotografiert, weil du immer die Liste verlegst. Da habe ich ein Foto von gemacht, bin ich gleich. Ja. Wenn mein Handy wird drüben, gucke ich gerne. Ja. Was hast du jetzt gemacht mit meinen Zuschauern wieder? Was hast du gemacht? Da sehen die dich besser. Mach nochmal Franz. Zeig mal deine Frisur. Deine neue. Du bist einer der wenigen, die zu diesen Zeiten eine Frisur haben überhaupt. Ja, alle haben eine Frisur. Sieht aber viel halt scheiße aus. Wie fandst du denn jetzt deine 2 Wochen, die du fast frei hattest? Schrecklich. Schrecklich?
wegen Gedanken machen und Sorgen. Aber so, eigentlich haben wir doch die Zeit super schön verbracht. Ja, jetzt vor völligen Gefühl für Raum und Zeit. Nicht für Raum, aber für Zeit. Was? Ja, es kommt dabei raus, wenn man so isoliert ist. Nur mit sich. Und an ihren Hund. Ich habe gelernt, also ich bin ja jetzt 5. Woche zu Hause, dass wir gut miteinander können. Alle. Also ohne, dass wir jetzt groß Bespaßung hatten. Wir konnten nichts unternehmen, wir konnten uns nicht viel mit Freunden treffen. Wir haben viel Zeit mit uns verbracht. Ja. Also klar hat jeder auch mal gezockt oder Zeit für sich gehabt. Aber obwohl wir viel Zeit miteinander verbracht haben, haben wir uns alle gut verstanden. Ja. Ja. Bis auf die Raufereien, die wir dann immer rausgeschnitten haben aus der Kamera. Ja, von dir. Das Murphy, der hat, glaube ich, am meisten gelitten. Nee, da musst du auch kaum Auto fahren. Ja, das stimmt, das fand er toll, aber keine Hundewiese, kein Hundeplatz. Auch darauf fressen, ich mach nur eine halbe Sahne rein. Nein, mach eine ganze Sahne. Das ist das Geilste. Ich esse die schon, die Sahne. Enjoy your life. Ja. Und wir braten die Kartoffeln gleich auch schön in Fett. Mm-mm. Warum? Butterschmalz. Nee, nicht in Butterschmalz. Schweineschmalz. Vegane Schweineschmalz. In Pflanzenfett, weil das macht nicht fett. Ich kann ja noch eine Packung Bohnen reinmachen. Nein, ich esse die Sahne schon mit dem Strohhalm. Ich mag das wirklich voll gerne, so mit den Kartoffeln gleich. Er sagt, er geht mal auf den Tisch. Ist er auf dem Tisch? Nee, war gleich. Der Blick sagt alles. Murphy, ich sag das im Internet. Hm, komm mal her, du nasser Hund. Wollen wir noch was spielen? Ja? Was ist das? Hm, was spielen wir denn? Hm? Wollen wir dir Leckerchen verstecken? Mit Braten, ja. Wir können dir Leckerchen verstecken. Oder Spielzeug verstecken. Und du suchst das mit deiner Supernase. Ja! Der hat da lange nicht mehr mitgespielt. Womit? Hier mit seinem Ball, den man so festmachen kann. Ach so. Und alle Hunde ziehen an den Ball, nur der Beagle nicht. Ja, fein. Ich weiß gar nicht, ob ich da alles reinkriege, oder? Nein, das heißt... In die Pfanne? Doch, ne? Stimmt. Ja, guck mal, Smurfy, hier ist auch noch deine Sprotte. Ein Minifisch. Ne, jetzt muss er da erstmal den Ball bekämpfen. Der irre Hund. Misten mal Smurfys Spieletüte aus. Das ist ja immer alles da drin. Ja, guck mal, wie viel du hast. Das wussten wir gar nicht mehr. Wo ist das Schwein? Hier, das ist dein Lieblingsspielzeug, ne? Ja, guck mal, du wusstest gar nicht mehr, was du alles noch hast. Und dann haben wir, weil er das so toll fand, haben wir das in groß auch noch mal geholt. Und dann hat das kaputt gemacht. Afrika mit Einnahmen bei den Bratkartoffeln, ja? Mach ruhig, mir ist egal. Viel ist halt auch einfach zerstört. Aber es tut's noch. Ja, dann räumen wir mal auf, ne? Dann kann ich auch schon mal den Tisch decken, ne? Erstmal gewässert werden.
ich werde das Video jetzt hier wieder beenden. Ich mache die Rollos runter, wie ihr seht. Wir haben noch eine schöne Runde Rummy gespielt und ich werde jetzt den Vlog hier schneiden, damit ihr den so bald wie möglich sehen könnt. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!